Bendel über das Seufels gemacht. Passiert ja nichts bei 100 km/h. Also bitte, bei 100, da passiert doch nichts. Und ich fahre dann drüber. Dann fährt der Autofahrer schön gemütlich nach Hause, bis er daheim ist, merkt er, oh, meine Spüle ist weg. Und in der Zeit bin ich drüber gefahren. Oder 50 Euro umsonst für ausgeben. Und dann muss er noch 800 hindrücken wegen, so viel kostet der Reifen da drüben. 800 Euro. Und ich habe keinen Ersatzreifen dabei. Das heißt, da kommt dann ein Werkstattauto, weil wenn vorne rechts der Reifen platt ist, dann geht die Mühle runter. Da kann ich nicht mehr weiterfahren. Und die Standspur, das ist keine Standspur. Das ist ein Witz. Also ich war gerade mit der linken Seite auf der Autobahn gestanden, auf Deutsch gesagt. Während ich mit der rechten Seite drüben im Graben war. So halbwegs. Die wollen auch Geld haben. Da kommt ein Sicherungsfahrzeug, der stellt sich hinten hin und warnt andere Verkehrsteilnehmer. Achtung, da steht ein LKW im Weg, der ragt teilweise auf die Fahrbahn, alle rüber auf die Überholspur. Und die Kosten, das kostet auch Geld. Das muss er dann auch bezahlen. Das geht auf den Geldbeutel. Aber richtig. Also, wenn ich das machen würde mit dem LKW, wenn ich meine Ware kratze, ich stelle einfach hinten drauf, ist doch wurscht, braucht doch kein Spanngurt. An die Rutschmatten brauche ich nicht, so ein Spann. Das ist Kokolores, brauche ich nicht, Spanngurt. An die Rutschmatten. So einen Schmarrn brauche ich nicht. Ich pack das Zeug einfach drauf und fahr los. Kann ich nicht machen. Nächste Kurve fliegt das Ding. Dann liegen 5 Tonnen auf der Autobahn. Nur weil ich keine an die Rutschmatten und keine Gotte hingemacht habe. Das ist fahrlässig. Und strafbar. Ich bin verpflichtet, meine Ware ordnungsgemäß zu sichern. Wenn was passiert, bin ich dafür haftbar. Dann zahle ich, wenn was passiert. Bei Personenschaden, dann wird es kriminell. Dann wird es richtig kriminell. Dann geht es vor Gericht. Aber richtig. Das kann dann Haftstrafe. Das muss man sich überlegen. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Zu faul, die Kantenschoner hinzumachen. Die Kantenschoner sind wichtig. An die Rutschmatten, Spanngurte, Kantenschoner. Die Kantenschoner sind deswegen da, damit die Gurte, die Ware auf die Ladefläche zogen. Was anderes ist es nämlich nicht. Es wird auf die Ladefläche festgezogen, dass die nicht mit der Ware an den Kanten in Berührung kommen und beschädigt werden. Weil nämlich die Kante kann den Gurt auseinander, also die kann den beschädigen und durchschneiden. Das geht. Da
Das Ding bewegt sich da hinten. Und deswegen sind die Kantenschoner wichtig. Ich habe ja dann komplett aufgemacht. Ich habe den kompletten Zug, die wo ich drauf hatte, die 6 Stück, musste ich komplett neu aufmachen. Und musste die Kantenschoner drunter machen. Ist egal. Muss man für bezahlen, wenn man es nicht macht. So oder so. Ich hatte nur keine Zeit, weil ständig ist einer rein und rausgefahren. Und ich kann mich da oben in diese kleine Firma kann ich mich nicht reinstellen und bla 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 bla. Da unten in Werk 2 hätte ich mich auch nicht reinstellen können. Das egal. Das ist einfach kein Platz. Für eine Stahlfirma ist das mickrig. Die müssen sich irgendwann was überlegen. Die werden irgendwann umbauen müssen. Draußen keine Parkmöglichkeit, jedenfalls zu wenig. Wenn da 20 LKWs reinfahren und laden wollen plötzlich, das passiert. Die melden an, wir haben Ware für die und die Ortschaft. Und dann kommen die LKWs. Und die kommen, und dann kommen sie plötzlich alle auf einmal. So, dann stehen 10 LKWs draußen. Wo wollen die hin? Wo wollen die parken? Auf dem Hof ist nicht genug Platz. Draußen auf der Straße passen vielleicht 4 LKWs, maximal 5. Wenn sie die Einfahrten zu den Firmen und zu den Parkplätzen noch frei halten müssen, dann stehen sie bis oben auf zur Kreuzung. Ja, der eine kommt nicht rein, weil die Straße nach unten dicht ist, weil da schon einer im Weg steht. Die, wo von aus dem Hof rauskommen, die können nichts mehr nauffahren, weil da einer mittendrin steht. Das gibt Chaos pur. Das ist wie bei der Spedition, wo die Paletten mittlerweile dreifach gestapelt werden. Irgendwann ist die Halle so dermaßen voll, dass sogar das Auslagern, das Vorladen auf die Brücken nichts mehr hilft. Da können die vorladen wie die Weltmeister. Da stehen dann 50 Brücken draußen, die sind alle vorgeladen. Und die Halle ist immer noch voll. Und dann kommt der Nahverkehr. Und dann kommt der Linienverkehr. Und der Linienverkehr kommt erst dann raus, wenn der Nahverkehr ausgeladen ist. Der Nahverkehr hat die Ware drauf, die der Linienverkehr bekommt zum Schluss. Für DHL Nürnberg zum Beispiel. Wenn der nicht ans Tor kann, weil die Rampe nicht frei ist, weil da alles zugestellt ist, dann steht die ganze Scheiße. Das wollen manche Leute, ich weiß nicht, was bei dem Chef im Hirn vorgeht, das wollen die Leute nicht sehen. Das wollen die Leute einfach nicht sehen. Haben sie Scheuklappen auf oder was? Spätestens nächstes Jahr haben die dermaßen Probleme auf der Halle, dann möchte ich nicht in der Nähe sein. Da gibt es Chaos, das garantiere ich jetzt schon, weil die Halle ist zu klein. Die ist jetzt schon zu klein, die war schon vor 3 Jahren zu klein. Vorladen tut jede Spedition. Jede große Spedition lädt vor. Der Schenker lädt vor, Südkraft lädt vor. Ja, das Zeug kommt rein, mittags zum Beispiel. Oder die großen LKWs liefern an. Die Hälfte bleibt auf dem Anhänger oder auf der Brücke drauf. Und dann wird noch ein bisschen was dazugeladen und dann kommt es über an Zaun. Bockt. Ja, werden die Papiere geschrieben, da steht dann die Brückennummer drauf. Der Fahrer, der das Ding dann abholt, der kriegt dann gesagt, pass auf, Brücke sowieso kriegst du. Ne, Maschine anhängen, kannst du aussuchen, ist wurscht.
und dann nimmt er das Ding auf. Und dann kommen die Nahverkehrler abends und die Halle ist voll und die können nicht entladen. Da kamen öfters 6, 7, 8 Nahverkehr-LKWs rein. Für zwei lumpige Dore und ein Dor-Hängerzug. Zwei für normale LKWs und ein Dor für Hängerzug. Das war eine Rampe. Das andere waren, die waren für Bühne, die waren nur für Bühne. Das heißt, die hatten keine Rampe, das war einfach nur Beton. Da war nichts. Ja? Bühne auflegen, Zeug rausschippern, wegfahren. Nächster. Und die Anhänger, die haben ja keine Bühne. Da machst du die Klappe auf. So, wie willst du das Zeug rauskriegen? Also haben sie da für den Hängerzug eine Bühne. Also eine Rampe, ne? Zum Auflegen. Und dann können die schön ihr Zeug rauszerren. Wenn sich da jemand anders hinstellt mit seinem LKW, der kriegt unheimlich Ärger. Dann war die Halle voll. Dann hieß es Abladestopp. Bis die Halle wieder frei ist. Bis ein Teil auf dem LKW, auf Linien-LKW verladen wurde. Das hat gedauert, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Je nachdem. Und die LKWs, die warten draußen. Die Nahverkehrler. Die warten drauf. Die wollen Feierabend machen. Die haben so einen Hals. Die haben Schnauze voll. Das ist immer so. Du stehst so um 5 Uhr auf und wirst dann abends um 8 Uhr daheim gehen. Das funktioniert nicht. Dann sollst du noch deine Schichtzeit einhalten. Deine Ruhepause. Die musst du auch noch einhalten. Selbst im Nahverkehr muss man das einhalten. Da kann man nicht sagen, boah, der Nahverkehr, der muss das nicht. Die fahren auch mit Digitalkarte. Ja. Mit diesen Geräten da oben. Dachoscheibe, das ist. Neandertaler Zeit. Das war einmal vor 50 Jahren. Wenn die den anhalten, haben die ihr mobiles Gerät, dann nehmen sie Karte, stecken sie oben rein, drücken Knöpfchen, dann kriegen die Daten. Und alles, was rot ist, ist eine Überschreitung. Lenkzeiten, Ruhezeiten, Geschwindigkeit, dies und jenes und das und schlag mich tot. Und dann kostet es. Es gibt Punkte, es gibt Geld. Wenn man genug gesammelt hat, dann darf er einen Monat laufen. Gebe ich benutzen. Und das für 1000 Euro brutto. Sehr schön. Finden. 960.